Hallo und willkommen zum Videotutorial, diesmal der Zauberstab, ein Werkzeug, der eigentlich in sämtlichen Bildbearbeitungsprogrammen vorkommt. Ja, ich habe jetzt hier eine Speicherkarte und die möchte ich anders einfärben. Hier habe ich den Zauberstab als Hilfsmittel. Ursprünglich ist dieser Schwellwert hier unten etwas niedriger eingestellt. Ich zeige auch gleich, was passiert, wenn das etwas niedriger eingestellt ist. Man sieht hier, der Zauberstab versucht, möglichst gleichfarbige Stellen zu markieren. Und man sieht hier schon diese ganzen Pixel. Hier sind halt unterschiedliche Blauwerte vorhanden. Wenn ich das in diesem Bereich machen würde, hier ist es sehr eindeutig. Dieses Weiß bekomme ich großflächig. Hier ist wahrscheinlich so ein kleiner Fehler im Bild drin. Und hier der Schatten von dieser Speicherkarte, der ist auch nicht mitmarkiert. Ich klicke wieder auf die Speicherkarte und jetzt versuche ich mal diese Bereiche, die markiert sind, einzufärben mit einem Pinsel. Und man sieht schon, hier sind nicht alle Stellen mitmarkiert worden. Ich habe hier immer noch nichts auswählen. Ich habe hier immer noch einzelne Blauwerte, die nicht dem der Stelle entsprochen haben, wo ich mit dem Zauberstab hingeklickt habe. Man kann das Ganze jetzt etwas ändern, und zwar indem ich hier diesen Schwellenwert nach oben setze. Wenn ich den jetzt ganz weit drauf setze, dann sind hier eigentlich möglichst alle Farben mit markiert worden. Ich probiere mal aus, wie das hier aussieht. Okay, das Rosa lassen wir. Größe vom Pinsel. Und hier sieht man schon, der Schwellenwert, der war zu groß. Der hat jetzt praktisch das ganze Bild markiert. Ich mache das Ganze mal nochmal. Also ich setze den Schwellenwert nach unten und dann schauen wir mal, was hier rauskommt. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und jetzt male ich das Ganze wieder aus. Und man sieht, hier komme ich nicht drüber. So, und dann habe ich eine rosa Speicherkarte.